Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, hier bekommt ihr von mir noch ein weiteres Video zu sehen von der lieben Michaela. Sie hat beim Auspacken das gefilmt, hat selber aber keinen YouTube-Kanal und darum hat sie mir das zur Verfügung gestellt. Ich bin jetzt gerade dabei, das alles ein bisschen zu bearbeiten und wollte euch an ihrer Freude teilhaben lassen. Zumal mich das eben halt auch sehr gefreut hat, dass ich sie dann doch damit positiv überraschen konnte. So, und nun wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. So, guten Morgen. Gestern Abend kam ein Paket von der lieben Martina. Und ich habe ihr versprochen, dass ich das filme, wenn ich das auspacke. Jetzt habe ich schon das Adressfeld entfernt und es ganz vorsichtig nach Anweisung, sollte ich ganz, ganz vorsichtig sein, das Paket geöffnet. Es war eine sehr unruhige Nacht im Übrigen, weil ich natürlich eigentlich kaum abwarten konnte. Mein Mann schon gesagt hat, und du kannst auch wirklich warten bis morgen. Ich sage, ja, kann ich. Aber es fiel mir sehr schwer. Und dann öffnen wir es jetzt doch mal. Oh, gucke mal. Das ist doch nicht etwa ein Anhänger, den sie gemacht hat mit dem Harz. Wenn das so ist, hier Körterchen, guck mal, ist das ja richtig zuckergeil geworden. Oh, ist der schön geworden. So, dann werde ich doch jetzt mal ganz vorsichtig auspacken. Ja, mein Kater, muss ich dazu sagen, der steht ja auch auf Pakete und Päckchen. Ich muss aufpassen, dass er mir nichts klaut. So, och Gottchen, hat sie das aber alles schön eingepackt. Menno! Mit einer zuckerschönen, süßen Karte, die ich jetzt mal so lese und gucke und hoffe, ich darf sie auch so öffnen. Guckt mal, ist die nicht schön? Oh, wunderschön. So. So, nein, ich soll die Karte nicht vorlesen. Mache ich auch nicht. Natürlich nicht. Oh, guck mal, auch hat sie das alles so super, super schön eingepackt. Will ich gar nicht auspacken. So schön ist das eingepackt. Bupp. Och, ach, guck doch mal an. Och, ist das nicht schön? Och, das ist ja wie Weihnachten. Oder noch viel schöner wie Weihnachten. Ich traue mir das gar nicht wirklich auszupacken, was da drin ist. So, ich bräuchte, glaube ich, beide Hände. Und das ist jetzt nämlich ein bisschen schwierig. Also, ich packe das jetzt erstmal aus, unterbreche kurzzeitig und mache dann weiter. Und dann kann ich auch was dazu sagen. So, da bin ich wieder. Also, als allererstes habe ich hier leckere Bonbons in dieser schönen, schönen Verpackung drin. Huch, die ist jetzt nämlich so ganz auseinander. Ich packe die mal vorsichtig hier rein, weil ich schon wieder meinen Kater und auch den Anhänger, das ist ja gar nicht verloren geht, weil der Kater hier schon wieder an der Serviette rumkaut. Werde mal die Karte sichern, die lese ich dann auch noch. So, dann habe ich Schönes drin gehabt und alles ganz zuckersüß verpackt. Guck doch mal, da ist Marmelade drin. Oh, und das ist schön, ich liebe diese kleinen Gläser. Die verwende ich übrigens dann nämlich auch immer noch selber für unsere Marmelade, wenn ich welche koche aus dem Garten von dem Obst. Weil, ja, wir auch nicht so riesen Marmeladenesser sind. Also schon, aber von der Verpackung her macht sich immer so eine kleine Verpackung total cool. Und dann habe ich Bilderrahmensticker. Die sind doch auch wunderschön. Guck doch mal. Da fällt mir bestimmt sicherlich super, super was ein. Ich habe auch schon eine Idee. Mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Dann gab es herzliche Wünsche, Glückwünsche. Das sind Hobby-Design-Sticker. Das ist auch immer für Karten. Das ist total cool. Brauche ich immer.
Und einmal wunderschönes Designpapier. Guck doch mal, das ist so schön. Oh, ich liebe diese Farben, ne? Das ist ja auch absolut meins. So Türkis, Lila, ne? Und ja, das ist auch total toll. Und alles so wunderschön verpackt. Ja, das muss man sich mal überlegen. Das ist so süß eingepackt. Da kommen dann sicherlich irgendwelche Unterlagen noch rein. Das ist ganz wichtig. Dann habe ich ja wunderschön ein Notizheft. Und jeder, der mich kennt, der weiß, so Notizhefte, Notizblöcke sind ja bei mir immer gesehen. Ich habe gefühlt, glaube ich, 20 Stück, aber ich verbrauche die auch alle. Immer so nach und nach natürlich, ne? Total cool. Wer sowas natürlich kann, das ist total geil, ne? Das ist so meins, an was ich mich so noch nicht rangetraut habe. Und alles so schön gemacht. Also echt, das hat der Kreativfalter wirklich sehr kreativ gemacht. Und auch das Notizblöckchen. Eine To-Do-Liste finde ich ja total Zucker. Eigentlich sind die Sachen viel zu schade, um die irgendwie zu benutzen. Ich bin ja dann auch immer so, dass ich eigentlich so ein Sammler bin und alles aufhebe und mir hinstelle, weil das einfach so schön ist. Und hier muss ich mir mal erklären, wo sie diese Deko hier her hat. Die ist nämlich richtig klasse für sowas. Also langsam kriege ich dann auch richtig Lust, selber mich doch weiter nochmal an so Notizbücher und sowas ranzuwagen. Und dann hat sie mir hier ganz süß verpackt Kleinteile. Ich will nur nicht, dass sie rausfallen. Da sind so Herzen und so Deko drin, ne? Das kann man immer sehr, sehr gut gebrauchen. Genauso wie die Schmetterlinge und die Blümchen hier, da hat sie da die Stanzteile drin. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Total süß. Und so süß, zuckersüß verpackt. Dann sind hier zwei tolle Stempel drin, die man immer super gut gebrauchen kann. Und eine Riesenfreude hat sie mir mit der Stanze gemacht. Das ist eine super, super tolle Scherzstanze. Und ja, ich freue mich drauf. Und jetzt, wie gesagt, es war ja Valentinstag. Zudem hat heute mein Mann Geburtstag. Jetzt kommen auch noch Ende Februar. Mein Kind hat noch Geburtstag. Dann nächsten Monat geht es weiter mit dem nächsten Kind und so weiter und so fort. Also habe ja eine große Familie. Mein Kater übrigens, ja. Also der freut sich auch über die Verpackung. Nicht das, was drin ist. Das interessiert ihn eigentlich nicht so, aber die Verpackung ist cool und ich glaube, ich lasse ihm die auch, weil das findet er total schön. Also vielen, vielen herzlichen Dank schon mal jetzt dafür und ganz doll freue ich mich über diese Stempelmotive. Ja, also vielen, vielen lieben Dank, Martina, Kreativfalter, für diese wunderschöne Überraschung. Ich habe mich wirklich riesig gefreut. Das kriegt alles auch einen Ehrenplatz und wird gehegt und gepflegt. Ja, und wirklich wunder, wunderschön. Und jetzt ziehe ich mich zurück, schick der Lieben das Video und werde dann ja ganz entspannt. Diese Werte lege ich jetzt hier rüber, meine Karte lesen und ein Käffchen trinken, weil es ist ja doch noch relativ früh für jemanden, der Urlaub hat. Also, vielen, 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 vielen lieben Dank. Ich habe mich echt riesig gefreut. Dankeschön. Bussi.